lohnt sich ein Besuch im Tierpark Gotha. Nun, mit über 130 einheimischen und exotischen Tierarten bietet der Park einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Tierbestand mit einigen Highlight-Arten und auch mit einigen Raritäten. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber teilweise war ich sehr überrascht. Oh mein Gott, nicht ernsthaft. Aber dass der Tierpark Gotha lediglich 6 Hektar groß ist, hat mich dann vorab doch etwas besorgt. Kann man trotz der geringen Fläche den rund 850 Tieren ein gutes, lebenswertes Zuhause bieten? Die Antwort lautet leider nicht allen. Aber immer hübsch der Reihe nach, denn hinter dem provisorischen Eingang liegt zunächst eine relativ große und auch sehr hübsche Gemeinschaftsanlage. Hier findet man Marabus, Axishirsche, Kronenkraniche und auch Hängebauchschweine. Und gerade von dieser Einsicht aus ist das Gehege wirklich sehr ansehnlich. Vorbei am Käfig der Streifenhörnchen und dieser Frettchenanlage geht es zu den Baumstachlern, auch Ursons genannt. Deren recht überschaubares Gehege liegt an einem kleinen süßen Fachwerkhaus. Das bewohnen auch die Stachelschweine, die ich zur Fütterungszeit auf ihrer Außenanlage anfinden konnte. Gegenüber liegt eine mittelgroße Wiesenanlage für Wisente. Und der Weg führt dann weiter an Spielplatz und Gastro vorbei in einen Haustierbereich, unter anderem mit Ziegen oder Eseln. Bislang empfand ich das ehrlich gesagt alles als etwas unspektakulär. Aber das ändert sich jetzt mit dem Exotenhaus. Hier werden wir zunächst von den neugierigen und verspielten Zwergottern begrüßt, die ich dann auch wunderbar beim Tollen und Raufen beobachten konnte. Unter anderen Umständen würde ich diese Außenanlage aber durchaus kritisch sehen. Alleine der Wasserbereich ist halt nicht besonders groß und nicht besonders tief. Aber zum Glück entsteht an einer anderen Stelle im Park sowieso bereits eine neue Anlage für sie. Vorbei am momentanen Ottergehege geht es dann ins eigentliche Exotenhaus. Hier erwartet uns mit den nördlichen Spitzhörnchen, auch Tupayas genannt, eine echte Rarität, die ich mit der Kamera aber nur so semi-gut einfangen konnte. Auch die Kuba-Schlankboa wird zumindest in Deutschland nur selten in Zoos gehalten. Genauer gesagt ansonsten nur in Chemnitz und in der Schlangenfarm in Schladen. Rüsselspringer sind hingegen nun wirklich keine Seltenheit, aber immer wieder ein süßer Anblick. Und hier leben sie in einer sehr schön eingerichteten kleinen Anlage. Im hinteren Teil des Hauses befindet sich dann auch noch ein ganz gewöhnliches Salzwasser-Aquarium und der Einblick auf die Anlage der Flughunde. Außerdem beherbergt das Haus natürlich auch noch die Innenanlage der Zwergotter. Ein Stückchen weiter kommt man dann zu einer sehr schönen Biberanlage, die ich bei meinem ersten Rundgang tatsächlich glatt übersehen hatte. Wie üblich habe ich die Biber allerdings nur in ihrem Bau gesehen. Die alte Bärenanlage wurde, wie ihr hier schon sehen könnt, nach hinten aufgebrochen und erweitert. Wirklich groß ist das Gehege aber leider trotzdem nicht. In Sachen Einrichtung erkennt ihr hier immerhin einen kleinen Pool, aber echte Klettermöglichkeiten sucht man vergebens. Nun ist Sarah, die letzte hier lebende syrische Braunbärin, durchaus schon ein betagtes Tier. Und ich glaube sofort, dass man ihr im Tierpark Gotha einen möglichst angenehmen Lebensabend machen möchte. Und ich kann nicht beurteilen, wie repräsentativ dieses verhaltensauffällige Hin- und Hergehen ist. Aber ich kann durchaus verstehen, warum es Stimmen gibt, die diese Haltung eigentlich beendet sehen wollen. Positiv hervorheben kann ich hier aber immerhin die Vergesellschaftung mit Korsakfüchsen, für die die Größe der Anlage in meinen Augen auch besser geeignet ist. Weiter geht es dann an einigen sehr schönen idyllischen Wiesenanlagen vorbei, wo man unter anderem Pelikane findet. Außerdem gibt es hier eine sehr ansehnliche Anlage mit einer kleinen Südamerika-WG. Hier leben Kapibaras und Aras zusammen. Dass man die hier so sehen kann, bedeutet natürlich, dass ihnen die Flügel gestutzt wurden. Hier sollte man allerdings auch bedenken, Papageien können durchaus sehr alt werden. Wer weiß also, wann das gemacht wurde. Gegenüber erwartet uns zunächst in der Innenanlage die nächste und vermutlich auch größte Rarität.
Denn Mohrenmakaken findet man in Deutschland ansonsten nur im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna und in ganz Europa ansonsten nur in einem Zoo in Kroatien und zweimal in Russland. Dieses Tier ist also wirklich eine echte Besonderheit, aber leider lebt es auf einer Anlage, die modernen Standards nicht gerecht werden kann und das auch noch ganz alleine, obwohl Makaken eigentlich sehr gesellige Tiere sind. An dieser Stelle wäre es jetzt sehr leicht, ein einseitiges und sehr negatives Bild dieser Haltung zu zeigen und das Schicksal dieses Affen ist auch wirklich traurig, aber das hat nicht der Tierpark Gotha zu verantworten. Denn wie uns dieses Schild aufklärt, wurde er aus einer Hinterhofgarage gerettet. Und ich vermute, dass es deshalb leider auch gar nicht mehr möglich wäre, dieses Tier in eine Gruppe zu integrieren. Die beiden grünen Paviane hier leben allerdings ebenfalls auf einer veraltert wirkenden Anlage. Vielleicht sind das hier zwei seniorige Tiere, aber in jedem Fall ist das natürlich eine Käfighaltung, wie man sie heutzutage eigentlich nicht mehr sehen möchte. Entsprechend kann ich mich auch nur bedingt freuen, dass ich durch die Glasscheiben an der Seite diese tolle Aufnahme machen konnte. Und ja, auch hier ist die Innenanlage einsichtig, was zumindest für Besucher sehr schön ist. In besagtem Haus befindet sich auch die Innenanlage der Erdmännchen, die draußen auch eine kleine, aber feine Außenanlage haben. Im hintersten Teil des Parks leben die Wölfe auf einer der größten Anlagen hier. Ihr Gehege lässt sich von einer Art Wall aus sehr gut überblicken. Dank der hügeligen Gestaltung und dem dichten Gras können sich die Tiere aber trotzdem auch zurückziehen. Auf der anderen Seite liegt das Luchsgehege, das mir weniger gut gefallen hat. Zum einen könnte es sicher noch größer sein, zum anderen ist die Einrichtung und die Struktur für die Tiere aber auch einfach langweilig. Ein Luchs könnte schon bessere Klettermöglichkeiten und eine höhere Aussichtsplattform gebrauchen. In diesem Bereich leben außerdem Schwarzstörche. Diese Voliere mag dabei noch ganz in Ordnung sein, aber das ist meiner Meinung nach definitiv zu wenig Platz für einen Schwarzstorch. Es wirkt fast so, als sollte hier eigentlich eine andere Art leben und auf dem Plan sind hier auch Sperbereulen eingezeichnet, also hoffe ich mal, das ist wirklich nur eine provisorische Notlösung gewesen. Folgt man dem Weg noch etwas weiter, kommt man zu einer weiteren Voliere mit Nepalfasanen. Auf der rechten Seite führt ein Querweg an dieses Leopardengehege. Genauer gesagt lebt hier ein China-Leopard. Hier wäre zum einen natürlich ein größeres Gehege wünschenswert, aber ich denke auch, dass man aus dem gegebenen Platz mit ein, zwei weiteren Plattformen noch mehr aus der Vertikalität des Geheges herausholen könnte. Aber wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, gute Leopardenanlagen sind auch wirklich leider sehr rar gesät. Dieser Weg würde uns übrigens wieder zu den grünen Pavianen führen. Hier liegt aber auch noch ein recht schönes, dicht bewachsenes Agouti-Gehege. Wie ihr schon gesehen habt, es geht weit nach hinten, also muss man etwas Glück haben, um die Tiere hier gut sehen zu können. Daneben liegt ein Gemeinschaftsgehege für Lamas und Maras, an dem wir über dem Hauptweg vorbei weiterziehen, um dann bei einigen weiteren Volieren anzukommen. Auf der rechten Seite leben hier Säbelschnäbler und rote Sichler in zwei sehr schön eingerichteten Volieren, aber natürlich bekommen gerade diese Arten anderswo noch mehr Platz und Besucher können sie oft in begehbaren Volieren erleben, was natürlich einfach nochmal schöner ist. Gegenüber sitzt ein lachender Hans und ein Stückchen weiter gibt es dann noch einige Volieren mit Eulen. Die Außenanlage der Spornschildkröten war leer und somit geht es für uns direkt rein ins Terrarium und Aquarium. Dieses kleine Haus ist sehr schön aufgebaut und bietet zahlreiche, sehr schön eingerichtete Terrarien. Die Aquarien befanden sich bei meinem Besuch alle im Umbau. Aber auch so gab es unter anderem mit Schlammspringern oder Berberskink einiges zu sehen. Und ja, auch die Spornschildkröten habe ich dann hier drinnen angetroffen. Wieder draußen sind wir direkt an der Baustelle der neuen Zwergotteranlage, wo früher übrigens Nasenbären gelebt haben. Daneben liegt eine weitere Volierenreihe mit einigen Highlights. Sehr schön ist zum Beispiel der Dreifarben-Glanzstar, doch der eigentliche Star war für mich der Weißohr-Turaco.
Gegenüber wurde ich dann aber so richtig überrascht, denn nicht nur werden Ginsterkatzen gar nicht so oft gehalten, man sieht sie vor allen Dingen meistens nicht aktiv. Das hier ist genauer gesagt eine Kleinfleck-Ginsterkatze und die wird laut Zootierliste im deutschsprachigen Raum sonst nur in zwei weiteren Einrichtungen gehalten. Durch die Verbindung von zwei Außenkäfigen und der ebenfalls einsichtigen Innenanlage dazwischen bekommt die Ginsterkatze hier durchaus ein interessantes Gehege geboten. Auf der Rückseite ist dieses Haus auch betretbar. Und hier wartete die wohl größte Überraschung auf mich, denn mit Senegal-Galagos habe ich hier wirklich nicht gerechnet. Ich kenne diese süßen, nachtaktiven Tiere, die übrigens auch Buschbaby genannt werden, vor allen Dingen aus Rostock. Insgesamt gibt es laut Zootierliste in Deutschland 7 Haltungen, außerdem findet man sie noch im Haus des Meeres in Wien. Wieder draußen blicken wir auf die Anlage der Husarenaffen, die hinten raus aber zum Glück auch noch ein größeres Freigehege haben. Auch Husarenaffen sind mit insgesamt nur 6 Haltungen in Deutschland durchaus eine Rarität. Und entsprechend habe ich mich umso mehr gefreut, dass es hier süßen Nachwuchs zu sehen gab, den ich zum Glück auch sehr gut vor die Kamera bekommen habe. Wirklich ein sehr drolliges Jungtier. Hier hinten waren zudem auch die Kängurus, aber laut der Webseite sind die mittlerweile auf eine neue Anlage gezogen. Etwas skeptisch werden wir von diesem Dingo begrüßt. Auch Dingos sieht man gar nicht so häufig, es gibt immerhin aber 10 Haltungen in Deutschland, wobei die alle in kleineren Tierparks sind. Wir kennen sie bislang aus dem Eifelzoo in Lünebach und dem Tierpark Neumünster. Hier in Gotha leben sie in einer angemessenen und sehr schön gestalteten Anlage. Sehr gut gefallen hat mir auch das Gehege der Mundjacks, das sehr naturnah wirkt. Und damit kommen wir mit dem sibirischen Tiger auch schon zum letzten großen Highlight hier in Gotha. Wie ihr schon seht, kann man den Tiger am Weg entlang durch Gitterstäbe sehr gut beobachten. Es gibt am anderen Ende dann aber auch eine Glaseinsicht, die auch noch einen sehr schönen gitterfreien Blick bietet. Das Gehege selbst ist in Ordnung und erinnert mich stark an das Gehege im Zoo Krefeld, sowohl von der Größe als auch von der Aufmachung her. Jetzt geht es nur noch an einer letzten Eulenvoliere vorbei und wir sind wieder beim großen Gemeinschaftsgehege vom Anfang angekommen. Und da ich euch wirklich fast alles gezeigt habe, was man hier in Gotha geboten bekommt, werdet ihr sicherlich festgestellt haben, dieser Tierpark bietet gemessen an der Fläche wirklich so einiges. Es ist ein toller Tierbestand mit einigen Highlight-Arten und auch zahlreichen Seltenheiten, die man nicht oft zu sehen bekommt, und entsprechend hatte ich hier eine gute Zeit. Allerdings bin ich auch ein wenig zwiegespalten, denn es gibt leider eben auch durchaus die ein oder andere Haltung, die mir schon etwas Bauchschmerzen bereitet. Man merkt eben doch, dass es etwas an Platz mangelt und der Park ist auch sehr dicht bebaut. Und dennoch empfand ich die Parkanlage an einigen Stellen auch sehr schön und idyllisch. Also ja, unterm Strich würde ich schon sagen, dass sich ein Besuch hier im Tierpark Gotha auf jeden Fall lohnt. Ich hatte den Tierpark Gera, den ich euch ja zuletzt vorgestellt hatte, am Tag vorher besucht und ich kann auf jeden Fall sagen, das ist sehr interessantes Kontrastprogramm. Denn während Gera sich eben mit einer großen, waldigen Parkanlage auszeichnet, dafür aber vielleicht nicht den spannendsten Tierbestand hat, ist es bei Gotha eben genau andersrum. Hier zeichnet sich der Park vor allen Dingen durch den großen Tierbestand aus. Klar, idealerweise sollte ein Zoo oder Tierpark beide Dinge miteinander verbinden können, aber am Ende kann ich eben beide dennoch aus sehr unterschiedlichen Gründen empfehlen. Schreibt mir eure Meinung zum Tierpark Gotha natürlich sehr gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, klickt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, gerade wenn ihr beispielsweise wissen wollt, was ich denn vom Thüringer Zoopark Erfurt halte, denn der ist dann auch bald an der Reihe. Wenn ihr mich auch finanziell unterstützt wollt, schaut vorbei auf patreon.com/zooerlebnis, dort bekommt ihr schon für kleines Geld viele coole Bonusinhalte und damit, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ein ganz besonderes Dankeschön an all meine Top-Patreon-Unterstützer, die ihr hier eingeblendet seht. Das war's von mir für heute, bis bald, macht's gut, euer Martin.